Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zeige ich dir, wie du dauerhaft eine strahlende Haut bekommst mit ganz viel Leuchtkraft. Ohne dass du irgendein Öl verwendest, das deine Haut fettig erscheinen lässt. Nein, es wird deine komplett eigene Haut sein, die so frisch poliert ist, dass sie nur so strahlt. Es gibt nämlich eine Methode, die auch alle Stars verwenden. Vielleicht hast du dich auch schon mal gewundert, wieso die Haut von den Stars einfach immer so gut aussieht. Als wäre sie komplett frisch poliert. Eigentlich kommt dieser Hauttrend aus Korea. Man nennt dort auch diese Art von Haut Glass Skin. Also so, als wäre die Haut wirklich aus Glas. Und für Koreaner ist diese Art von Haut einfach ein Zeichen von Wohlstand auch, aber auch einfach von Gesundheit und auch einfach von Makellosigkeit. Und mittlerweile ist dieser Trend auch schon bei uns angelangt. Und ich weiß, wie diese geheime Technik funktioniert und werde sie euch zeigen. Ich selbst finde, dass wenn man eine sehr strahlende Haut hat, dass man dadurch so viel Ausstrahlung hat, dass alle Macken, die man vielleicht im Gesicht hat, in den Hintergrund gezogen werden und dass einfach diese reflektierende Haut sehr auffällt und man dadurch ein ganz anderes Erscheinungsbild hat. Ich selber wende die Methode wirklich regelmäßig an und ich habe mich wirklich sehr gefreut, als ich eine Instagram-Nachricht von einer Abonnentin bekommen habe, dass sie mich gerade eben in München gesehen hat und einfach richtig krass meine Haut findet. Weil die Haut, die fällt einfach wirklich sehr auf. Also meine Haut, die reflektiert wirklich sehr stark im Sonnenlicht und das verändert einfach komplett das Erscheinungsbild. Man fällt einfach damit wirklich sehr auf und das auch im positiven Sinne. Man hat einfach mehr Ausstrahlung. Doch was ist genau das Geheimnis? Wie mache ich das, dass meine Haut wirklich so strahlt? Dazu muss ich erstmal sagen, dass ich eigentlich von Natur aus eine sehr raue Haut habe, weil ich leider unter dem PCO-Syndrom, das ist ein hormonelles Ungleichgewicht, das auch im Erwachsenenalter besteht und dadurch hätte ich eigentlich eine sehr raue Haut, also wirklich eine sehr verhornte Hautoberfläche. Und dadurch würde meine Haut überhaupt nicht reflektieren. Aber mit dieser Methode habe ich es geschafft, dass ich wirklich eine sehr strahlende und auch reine Haut bekomme. Also daher ist wirklich die Methode für jeden Hauttypen geeignet. Auf meinem YouTube-Kanal erfährst du auch noch viel mehr über Hautpflege. Deswegen lass unbedingt ein Abo da, weil dann verpasst du keine Videos mehr über Hautpflege und du kannst endlich deine Traumhaut erreichen. Wie funktioniert also die Glossy Skin Methode? Bei der Glossy Skin Methode wird die Hornhaut mit hornhautauflockernden Mitteln aufgeweicht, sodass die aufgeweichte Hautoberfläche die Sonnenstrahlen auf eine natürliche Weise reflektieren kann. Ich führe die Glossy Skin Methode immer abends durch, weil man danach die Haut unbedingt pflegen muss. Als erstes reinige ich mein Gesicht davor. Ich verwende dafür das Bioderma-Wasser, das sehr, sehr schonend reinigt. Normalerweise trage ich kein Make-up, da reicht mir das komplett aus. Wenn ich aber Make-up trage, dann entferne ich damit etwas mein Make-up und dann nehme ich anschließend nochmal eine weitere Reinigung und zwar entweder eine Ölreinigung oder eine wasserbasierte Reinigung, wobei die Ölreinigung noch schonender ist und umso schonender, umso besser für die Haut. Nach der Reinigung kommen dann die hornhautauflockernden Mittel der Glossy Skin Methode dran. Diese kann man aber nur anwenden, wenn man danach wirklich die Haut intensiv pflegt. Da sonst die Mittel nämlich das Gegenteil bewirken würden, weil sie die Haut dann einfach zu sehr austrocknen würden und dadurch würde die Haut einfach noch mehr verhornen, sodass man gar kein Ergebnis erzielt. Daher unbedingt bis zum Schluss dranbleiben, weil ich dir dann noch zeige, wie man die Haut danach intensiv pflegt. Bei den hornhautauflockernden Mitteln handelt es sich um sogenannte Fruchtsäure-Peelings, die die Hornhaut auflockern können. Aber das sind nicht irgendwelche Fruchtsäure-Peelings, sondern wirklich Fruchtsäure-Peelings, die den richtigen pH-Wert aufweisen und die richtige Konzentration an Säure enthalten. Nicht alle Fruchtsäure-Peelings sind richtig formuliert, wodurch man dann am Ende keine Wirkung erzielen wird. Daher kann ich euch diese Fruchtsäure-Peelings sehr empfehlen. Ich verlinke sie euch zusammen mit den anderen Pflegeprodukten auch in der Infobox. Aufgrund der richtigen Formulierung kann das BH-Peeling und das AH-Peeling dann in die Haut gelangen und dort die Hornhaut auflockern und auch mindern. Und weil sie gut in die Haut gelangen, können auch die weiteren Wirkungen sich dort entfachen. Sie wirken von Natur aus antibakteriell, wodurch sie die schlechten Bakterien auf der Haut bekämpfen können und so wirken sie sehr gut gegen Pickel. Das AH-Peeling dringt aufgrund seiner Wasserlöslichkeit tiefer in die Haut und kann dadurch auch die Hauterneuerung anregen, wodurch es kleinere Falten und Narben und auch Pigmentflecken und Pickelmale effektiv mindern kann. Das BH-Peeling hingegen ist fettlöslich und kann dadurch besser in die Poren gelangen und dort die Verstopfungen lösen und hilft dadurch besser gegen Mitesser. Vor der Anwendung der Peelings sollte man aber die Haut etwas absäuern mit dem niedrigen pH-Wert-Toner, weil damit senkt man einfach den pH-Wert der Haut, sodass die Peelings
dann besser wirken können. Danach trägt man 2 bis 3 Pumpstöße vom BH-Peeling auf und lässt dieses dann 20 Minuten auf der Haut einwirken. Anschließend folgt das AHA-Peeling, man trägt dann auch wieder 2 bis 3 Pumpstöße auf die Haut auf und lässt dieses dann auch wiederum 20 Minuten auf der Haut einwirken. Anschließend wäscht man dann die Peelings mit bloßem Wasser einfach von der Haut runter, weil die Einwirkzeit einfach dann vollendet ist und man dadurch auch Hautreizungen mindern kann. Viele wissen aber über diese Einhaltung der Einwirkzeiten nicht Bescheid, aber ihr müsst euch das einfach mal so vorstellen, wenn ihr die Peelings auftragt und anschließend gleich dann die Pflege auftragt, ohne abzuwarten, verdünnt ihr nämlich dann den pH-Wert, das heißt der pH-Wert geht wieder hoch und somit erreicht ihr dann gar keine Wirkung, weil ihr dann einfach im falschen pH-Wirkungsbereich seid. Deswegen ist es wichtig, dass ihr die Peelings jeweils alleine einziehen lässt, sodass sie wirklich ihre Wirkung auf der Haut entfachen können. Das machen auch wirklich viele Skincare-Influencer falsch, beziehungsweise sie weisen nicht darauf hin. Auch die nachfolgende Pflege ist sehr wichtig und wird oftmals nicht erwähnt. Deswegen bleibt unbedingt noch dran. Wenn man jedoch die Einwirkzeit nicht beachtet und auch nicht die nachfolgende Pflege, dann kann man nicht wirklich die besten Ergebnisse erzielen, denn diese Anwendungsweise steht nicht auf der Verpackung drauf. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass ihr euch das merkt, beziehungsweise meinen Kanal einfach abonniert und dann könnt ihr jederzeit auf das Video zurückgreifen und dann einfach nochmal nachschauen, wie genau die Anwendung denn funktioniert. Auch erfahrt ihr natürlich dann immer über die aktuellsten, neuesten Hautpflegetechniken. Nachdem ihr die Peelings also mit bloßem Wasser abgewaschen habt, kommt jetzt die nachfolgende Pflege dran. Diese besteht aus einer Feuchtigkeitslotion, einer Feuchtigkeitscreme. Ihr könnt hier zwischen einer etwas leichteren und einer intensiveren Feuchtigkeitscreme wählen, wobei die intensivere Feuchtigkeitscreme einen etwas stärkeren Glow natürlich dann verleiht, weil sie einfach reichhaltig ist und dadurch intensiver pflegt. Danach kommt eine okklusive Schicht dran. Diese schließt die Feuchtigkeitspflege ein und verhindert, dass die Haut an Feuchtigkeit verliert. Am Morgen verwende ich immer die Aveni-Creme. Am Abend, also dann, wenn ihr die Peelings anwendet, verwendet dann besser die Vaseline, weil diese wirkt einfach stärker okklusiv. Ihr könnt aber auch statt der Vaseline Squalanöl verwenden. Ich blende euch hier mal die Abend- und Morgenroutine ein. Wenn ihr dann noch Serien anwenden wollt, kommen diese dann vor der Feuchtigkeitslotion dran. Wenn ihr aber Peelings anwendet, dann ist es wirklich Pflicht, dass ihr tagsüber einen Sonnenschutz trägt, weil die Peelings machen eure Haut bis zu einer Woche lichtempfindlich. Das Tragen von Sonnencreme verhindert zudem, dass eure Haut sich stärker verhornt, weil die Sonnencreme die Haut vor der Sonne schützt und dadurch die Haut sich nicht selber vor der Sonne schützen muss, indem sie normalerweise mit einer verstärkten Bildung der Hornhaut reagiert. Die Peelings verwende ich alle 2 Tage bis einmal die Woche an und damit die Haut nicht austrocknet und mit einer stärkeren Verhornung reagiert, pflege ich täglich morgens und abends meine Haut und deswegen, wie vorhin auch schon gezeigt, achte ich auch zusätzlich auf eine sehr schonende Reinigung vor der Pflege, damit die Haut nicht austrocknet. Auch empfehle ich regelmäßig Tuchmasken zu verwenden, weil diese spenden der Haut nochmal extra intensive Feuchtigkeit und halten dadurch die Haut sehr weich. Gerade wenn man irgendwie ein Date hat oder man feiern geht, dann empfehle ich wirklich eine Tuchmaske davor anzuwenden, weil dadurch wirkt die Haut einfach nochmal einen Tick frischer und einen Tick wacher. Ich verwende hierfür meistens DIY-Masken, weil diese sind sehr günstig und man kann sie mit den eigenen Pflegeprodukten selber herstellen, indem man das enthaltene Tuchmasken-Cap einfach unter Wasser hält und dann mit der Feuchtigkeitslotion befeuchtet und anschließend kann man wahlweise dann noch ein Serum dazufügen, sodass man sich auf die Schnelle eine günstige, individuelle Tuchmaske herzaubern kann. Aber stopp, wenn ihr die Peelings zum ersten Mal anwendet, dann muss sich eure Haut daran gewöhnen. Das heißt, am Anfang verwendet am besten nur das BH-Peeling, denn anfangs kann die Haut durch die Anwendung von Peelings etwas gereizt werden. Deswegen ist es ja auch so wichtig, anschließend die Pflege zu verwenden und vor allem die Peelings immer abends zu verwenden. Die gute Nachricht ist aber, die Haut kann sich wirklich mit der Zeit an die Peelings gewöhnen. Das heißt, anfangs wirklich nicht gleich aufgeben. Es treten nicht bei jedem Anfangsverschlechterungen auf, aber wenn es der Fall ist, dann hilft euch dieses Video weiter. Mit dieser Glossy Skin Methode schaffen es Stars, Koreaner, ich und auch bald du, dauerhaft eine strahlende Haut zu erhalten, die das Sonnenlicht wieder reflektieren kann und man dadurch einfach viel mehr Ausstrahlung hat. Alle Produkte kann man auch auf hauttief.com bekommen und dort dann seine eigene Pflegeroutine zusammenstellen, denn dort gibt es meiner Meinung nach wirklich die besten Produkte für die Haut. Wenn du es aber eilig hast und wirklich schnell eine strahlende Haut erzielen möchtest, dann hilft dir der Glow Balm weiter, weil der wurde speziell entwickelt von einer koreanischen Marke, der aufgrund seiner Konsistenz dir innerhalb von einer Minute eine strahlende Haut verleiht, ohne dass er irgendwelche unnatürlichen Schimmerpartikel enthält. Wie ihr glossy Haare bekommt, also genauer gesagt diese hier, erfahrt ihr in diesem Video. Dort zeige ich euch, wie man die Haare wirklich
richtig pflegt. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video sehr weiterhelfen. Und wenn du jetzt irgendwie denkst, deine Tipps sind gut, aber ich habe da auch noch einen sehr guten Tipp, dann schreib mir den bitte unten in die Infobox. Ich freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!